denn? Oh mein Gott! Ja! Ich bin Hallo! Juan und Clarielle! Heute machen wir ein paar Pokémon-Booster auf. Die habe ich noch gestern vor meinem Geburtstag, die habe ich extra noch einmal aufbewahrt, damit ich den dann später nochmal öffnen kann. Gestern habe ich natürlich auch ein paar geöffnet, das gehört hier zum Geburtstag, und die haben wir gezogen. Einmal habe ich hier Kaburiki gezogen, hier, Full Art. Dann habe ich hier auch nochmal Flutschlick gezogen, ganz komischer Name, okay. Dann habe ich dieses Zobris gezogen und dann das Mimikma. Und klar, Johann hat mir dieses Ponita geschenkt. Genau. Das ist im Moment Klaas Lieblings-Pokémon. Genau. Dann hat er noch ein Lapras gezogen. Ein Zerbol. Ja, genau. Ein Evoli. Das war ganz vorne drin. Hier eine Trainerkarte, Forschung des Professors. Also das ist dann natürlich nicht so besonders. Okay, jetzt kriegt jeder 6 Booster. Ja, hier also 4 und dann noch 2. Und wer fängt an? Also, ich glaube du ja. Oder okay. Wollen wir Xing Shang Shang machen? Ja, das war's. Xing Shang Shang! Mist! Okay, dann mache ich als erstes einen auf. Als erstes kommt jetzt ein Lampi. Okay, das ist noch nicht so besonders. Okay. Ja. Dann ein Krabby. Dann hier ein Picochilla. Wie sieht das Picochilla aus? Oh, das sieht süß aus. Oh, ja. Süß. Hier. Dann haben wir hier noch so nochmal ein Einhorn-Ponita, was Clara auch schon hat. Ja, aber nur normal. Dann gibt es hier auch noch ein Baumbowl. Das nächste ist ein Garadax, Inferno-Brot, dann haben wir hier Pflanzenenergie, dann haben wir hier auch noch eine Trainerkarte, nicht so wichtig. Dann haben wir hier auch noch einen Kickerlo. Und die letzte Karte ist ein Mogelbaum. Okay, das ist jetzt nicht so besonders. Ja, Mogelbaum hast du ja schon. Ja genau, dieses Booster war dann nicht so besonders. Da macht Clara jetzt das nächste Booster auf. Ja, dieses Booster hier. Genau. Also. Ich hoffe für dich, dass du was Gutes ziehst. Ja. Hier. Die erste Karte. Warte, ich muss erst mal hier auf. Das ist hier ein Hotut. Das ist jetzt auch nicht so besonders. Davon haben wir, glaube ich, schon 3 oder 4. Die nächste ist ein Bullpix. Und danach kommt ein Klepfitux. Ein Klepfitux, okay. Genau. Und dann? Dann noch ein Pupanke. Eine Pupanze? Eine Pupanze. Dann trinke ich mal ganz kurz was. Eine Trainerkarte. Dann noch ein Pemperos? Pemperos, ja, ein Pemperos. Eine Feuerkraftkarte, so heißt die, glaube ich. Oder? Eine Feuerenergiekarte. Eine Feuerenergiekarte, eine Trainerkarte und noch ein Kikalo. Ein Kikalo? Sag mal. Hier. Ach, das ist so eins. Okay. Und dann noch so ein Sonderbonbon. Okay, aber komisch, bei dir war ja gar kein Holo mit dabei. Dann hatte ich eben kein Holo, Johann. Ist auch nicht schlimm. Dann suchen wir es dann später nochmal. Dann mache ich jetzt das nächste auf. Ich hoffe, ich ziehe das. Kann ja sein. Kann wirklich sein. Das erste ist ein Klettifuchs. Das nächste ist ein Lampi. Okay, nicht so toll. Ja. Das nächste ist ein Krabby. Das nächste ist dann jetzt ein... Wieder dieses, das ich so süß fand. Also, wie heißt das? Pikachilla. Pikachilla. Ja, ein Pikachilla. Das nächste ist dann ein Hologladiranti. Okay, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Die nächste Karte ist ein Reitschuh. Cool. Willst du das haben? Warte. Oh ja, guck mal, es ist sogar stark. Hier. Und es macht auch richtig schön Schaden. Dann ist hier auch noch eine Blitzenergie.
Dann ist hier auch noch eine Bonusbeere. Ich glaube, das ist so zum Heilen. Hier ist eine Kranowitz-Karte. Und dann hier ist auch noch eine Voltula oder so. Jetzt bist du dran, Clara. Ja, jetzt öffne ich diese Karten hier. Was da wohl drin ist? Komm, du musst jetzt was Gutes drin sein. Chimpep? Einmal ein Chimpep. Dann habe ich noch dieses Pokémon hier. Ich finde, es sieht aus wie ein Esel. Weiter. Dann ist es hier wieder ein Hothot. Hut. Dann hier noch ein Britziegel. Okay. Hatten wir ja schon. Und hier nochmal ein Vulpix. Ein Watzapf. Ein Holo-Watzapf. Dann noch ein Relaxo. Und dann noch hier eine Energiekarte. Ich weiß jetzt gar nicht, welche. Nicht. Kraft. Psycho. Und dann hier noch ein, das sieht aber komisch aus, ein Lego Leon. Und das ist, glaube ich, hier oben die Vorentwicklung. Dann haben wir hier noch eine. Ach, die das ist eine Entwicklungs-, das eine Trainerkarte. Dann hier noch ein Amphira. Ja, okay. Und das war's. Gut, dann, jetzt haben wir irgendwie noch nichts so Tolles gezogen. Ja, auf jeden Fall noch keine. Aber hier müsste jetzt rein etwas drin sein. Ich habe mal ausgerechnet, bei mir war eigentlich alle drei Booster eine gute noch Karte. Ein Tag, weg. Ja, genau. Das ist nicht so wichtig. Dann habe ich eine Roselia. Ein Castadur, ein Krabby. Schon wieder, leider. Dann ein Zickzack. Dann haben wir hier noch ein Cortini. Dann haben wir hier auch noch eine Aurora-Energie, das habe ich ja noch nie gehört. Sieht auch ganz besonders aus. Hm? Wie findest du die? Ich finde sie auch irgendwie besonders, weil okay, die sie auch so glitzert. Genau. Machen wir einmal weiter. Oh, hier haben wir noch ein Gengar. Ziehe ich mir mal zur Seite. Dann hier noch eine Kampfenergie. Dann ein Kyosorio. So habe ich das jetzt verstanden. Dann kommt hier auch noch ein Pokémon-Fänger. Das ist eine Trainerkarte. Und ein Apollo. Die Vorentwicklung von Gengar. Das passt ja. Passt ja. Erstmal Apollo und dann Gengar. Gut, jetzt bist du dran. Okay, ich öffne jetzt dieses Schwert- und Schild-Pokémon. Mhm. Das ist ja ein Thermopod, aber ich finde es ja nicht so schön. Ist einfach ein Wurm, ein Feuerwurm. Dann haben wir hier noch ein Wolli. Das ist aber ein süßer Name. Noch ein Chimpett. Genau. Dann hier noch ein Mimeon. Jetzt bin nur der Hase, dann haben wir alle Starter. Ja. Und dann hier noch ein Rihorn. Diesmal eine Holo Roselia. Genau, du kennst dich aus. Ja. Und noch hier ein Fimicula. Okay. Sieht aus wie eine Ameise, finde ich. Ja, irgendwie schon. Dann hier noch eine Energiekarte. Ich glaube, das ist Stein. Ja, das brauchen wir jetzt nicht. Das ist ganz einfach wegziehen. Und dann hier noch eine Ponyfrass. Okay. Und hier noch ein Filiglon. Filiglon. Wieder ein Filiglon. Okay, den nächsten kannst du wegziehen. Ja. Das ist mein gewöhnlicher Trainerkarte. Jetzt kommt mein, ich muss ganz kurz überlegen, mein viertes Booster. Wir haben heute noch gar keine schwarze Karte. Ja, das ist leider. Ein Baumwoll. Dann haben wir hier ein Kamihaps. Wie sieht das denn aus? Dann haben wir hier ein Rihorn. Dann ein Malkro. Danach ein Krabby. Und dann haben wir hier ein Holo-Pikachu. Wow, zeig mal. Wow, hier. Endlich mal was Gutes. Dann kannst du das jetzt einmal einpacken. Ja. Oh! Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber dieses Holo, dieses obere Holo ist jetzt über die ganze Karte verteilt.
Wow. Dann ist es jetzt hier nur noch eine Wasserenergie. Ein Digtree, das ist auch nicht so toll. Dann hier ein Tausch, okay, das ist nicht so toll. Oder hier noch eine Trainerkarte. Gut, jetzt bist du dran, Clara. So. So. Dann öffne ich ganz kurz. Als erstes haben wir ein Chirihorn. Cool. Dann haben wir hier ein Micro. Dann haben wir noch ein Krabby. Das müsste. Dann ein Chimpet. Schon wieder. Mhm. Dann hier noch ein Pumpuli. Ja, okay. Dann hier dieses Frosch. Libunkel. Dann hier. Oh mein Gott! Zeig das! Zeig das schnell! Wir haben es! Ja. Und dann haben wir hier noch eine Wasserenergie, ein Kranovit, ein, so ich glaube, das ist die Weiterentwicklung von diesem Kleinen hier. Also cool. Und hier haben wir noch eine ganz normale Trainerkarte. Null beschädigt. 220, das ist der stärkste Pokémon, das wir bisher haben. Oh Gott. Ich zeig das nochmal. Aber echt, wir haben sie. Wir haben sie. Jetzt fehlt nur noch Schild. Oh, ich werde jetzt rausziehen, hier Schild. Bewahren, bewahren, bewahren. Hier habe ich einen Thermopod. Dann ein Voldy. Oh, bitte. Schild, Schild, Schild. Hier ein Kloptopus. Ein Baumboll. Ja. Ein Kamihap. Ein Patinaraya. Hier haben wir wieder das Einhorn Ponita, das man sich so gern mag. Mhm. Dann haben wir hier noch ein Wumbull. Okay. Dann haben wir hier noch ein Hoplo. Okay, das ist gut. Ein Galanga. Okay, kennen wir auch noch nicht. Ein Voldy, süß. Ein Oliberno, der sieht cool aus, mhm, finde ich. Und ist auch in Holo. Wirklich? Zeig mal. Ja, okay. Und dann ein... Was? Noch eins. Zwei Holos. Warte kurz, warte, warte. Zeig mal, was hast du eben noch gezogen? Guck dir diese Kombo an. Also... Warte. Hier. Weiter nach vorne kommt. Das kann doch nicht wahr sein. Das in einem Booster, das ist halt auch eine Sache. Ja. Wir brauchen nur noch die dritte Entwicklung. Ja. Dann ist alles. Nee, das ist doch die dritte Entwicklung. Das, das und das. Nein, 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 das sind die gleichen. Hä? Ja, das sind die gleichen. Was? Hab ich schon gedacht, warum? Also Eibald in Holo? Und dann nochmal? Okay, wie wahrscheinlich ist das? Das ist unwahrscheinlich. Ja, so unwahrscheinlich, dass es die gleichen sind. Und nochmal die Vorentwicklung. Ja, genau. Dann habe ich hier noch Wasserenergie. Hier noch eine Trainerkarte. Ja, okay, das ist so. Ein Keradal. Okay. Wie gerade. Nein, das ist eine ein Trans. Da mache ich jetzt das letzte Booster von mir auf. Okay, da muss jetzt was Gutes drin sein. Hoffen wir doch. Ich wieder. Oh. Oh. Gerade wenn du das gezogen hast und zweimal... Oh. Nee, ich habe es ja nicht gezogen. Nochmal die Vorentwicklung dieses Hoplo. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen spoilern lassen. Okay, da wird, glaube ich, irgendwas Gutes drin sein. Dann hier ist nochmal Maracamba. Als nächstes folgt Pikachu, dann kommt Mauzi. Hier ist Pampros. Warte, okay, jetzt mache ich meine Augen zu. Du musst mir sagen, ob das auch ja, nicht ja, gut ja. ist. Ja. Und ich meine? Oh.
genauso stark wie das hier. Johann, sag mal. Das musste sein, die letzte Karte immer. 320, wie heißt das denn? Moruda, okay. Das ist gut. Machst du jetzt dein letztes Pack? Da muss jetzt auch was Gutes dran sein. Hier. Einmal. Oh, du kriegst dich noch dran. Und jetzt? Ein Salanga. Als erstes nicht so gut. Ein Voldi. Hatten wir ja schon. Ein Krabi. Ein Krabi. Ein Krabi. Ja, genau. Ein Pupanti. Okay, ist auch nicht so besonders. Dann noch ein Pupanzer. Ja, ein Pupanzer wieder. Ein Holung. Ist gut. Also ist ein Holo. Mhm. Ein Giondragi. Okay. Eine Energiekarte. Mhm. Eine Gradax, okay. Genau, ein Gradax. Und dann hier noch eine Trainerkarte. Ja, ist nicht so besonders, kann man mitlegen. Und hier noch ein. Da kann man nicht aussprechen. Ja, kann man nicht aussprechen. Auf jeden Fall sieht es cool aus, das Buch. Genau, okay. Dann packen wir jetzt erstmal alle guten Sachen ein. Alle Holos. Ja, Clara, ich gebe dir einen kleinen Stapel. Alle Holos. Genau. Okay, ich hoffe, euch hat das Opening gefallen. Genau. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.